Wie sagt man so schön, Podcasts sind die neuen Videos? Beziehungsweise stimmt das nicht ganz, denn YouTube hat natürlich noch die höchste Nutzungsrate, aber wenn man sich anschaut, wie viele die YouTube-Videos einfach im Hintergrund laufen lassen, ist das schon der Wahnsinn. Was machen viele Leute? Podcasts. Und das Ganze ist so ein bisschen off-topic für meinen Kanal, aber Podcasts bringen einen riesengroßen Mehrwert. Vielleicht da schon vorab, schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr Podcasts eher nutzt, ob ihr eher Blogartikel lest, ob ihr vielleicht eher Bücher lest oder ihr halt YouTube-Videos anschaut, wie jetzt auch hier das YouTube-Video. Aber in diesem Video soll es darum gehen, wie ich aus meinem Podcast, wenn du einen schon machst oder einen planst zu machen, noch mehr heraushole, noch mehr Zeit spare und vor allem, wie ich halbautomatisiert mir die Sachen drumherum um die Audiodatei bauen kann. Denn diese Post-Production ist das, was halt viel Zeit zieht, den Podcast aufzunehmen, geht in der Regel, aber viele machen es über Freelancer oder haben irgendwelche anderen Tools, fünf Tools, wo die es dann nachher hochladen und das bringt es halt alles nicht so unbedingt. Vorab, es gibt hier am Ende noch ein riesengroßes Angebot dafür, eine Lifetime-Lizenz, das heißt einmal kaufen, lebenslang den Zugang haben, ohne jeden Monat bezahlen zu müssen, ganz, ganz wichtig, aber dazu am Ende nochmal mehr. Es geht darum, ich spreche in einem Podcast, in einem Mikrofon und habe letztendlich Inhalte generiert. Übrigens auch so ein YouTube-Video hier kann man sehr, sehr gut natürlich als Podcast auch nutzen, wenn man nicht gerade sagt, hey, guck mal hier auf dem Bildschirm oder klicke hier so und so. Das macht natürlich wenig Sinn. Machen auch einige, aber finde ich jetzt nicht ganz so toll. Was passiert? Ich habe also eine Audiodatei, wie man es hier so sieht, eine MP3-Datei, die entsprechend meinen gesprochenen Text enthält. Was brauche ich aber, um entsprechend einen Podcast dann auch wirklich, wirklich erfolgreich zu machen? Eine Transcription. Transcription heißt also, jemand, entweder manuell eine Person oder ein Roboter, eine Software, geht hin und transkribiert, das heißt, das gesprochene Wort wird in Text umgewandelt. Und das natürlich möglichst gut, es bereinigen etc., gerade im Deutschen, das sehr, sehr ja, vernünftig in ein vernünftiges Deutsch zu packen, gerade bei Akzent oder bei undeutlicher Sprachweise, bei schlechter Audioqualität ist das sehr, sehr schwierig. Und dieses Tool kann ich schon sagen, Castmagic macht es sehr, sehr gut. Link dazu in der Videobeschreibung, aber warten auf das Angebot am Ende, denn das ist wirklich unschlagbar. Notizen, Zeitstempel, Themen etc. anzeigen lassen. Das heißt, auch das sind ja Randthemen, die sehr, sehr wichtig sind, worüber ich dann, letztendlich, wenn ich mal hochscrolle, mir meinen Podcast, meine MP3-Datei etwas anreichern kann. Und das macht hier das Tool alles automatisiert. Ich kann nämlich sagen, okay, bitte schreib mir dann eine Zusammenfassung von meinem Podcast. Die soll so und so lang sein. Ich möchte meine entsprechenden, wie man es jetzt gleich sieht, Sekunden oder Minutenabteile haben mit entsprechender Generierung von Überschriften. Dann kann ich mir Zitate machen lassen. Ich kann mir einen Twitter-Tweet daraus generieren lassen. Ich kann mir einen Post daraus generieren lassen. Und die Zusammenfassung ist sowieso am besten für einen Blogartikel, was ähnlich wie eine Transcription sein kann. Aber eine Transcription ist selten ein Blogartikel, weil das gesprochene Wort zu lesen macht nicht immer so viel Sinn. Das wäre eher was noch dafür, wenn ich einen Untertitel habe im Video. Ich habe einen Podcast und will das aber, damit Leute das auch ohne Ton mitlesen können. Da kann ich das dann halt als Untertitel reinpacken. Ich kann Tweets machen, LinkedIn-Beiträge, Zitate für Clips, Hooks, Call to Actions und so weiter. Und das Ganze halt wirklich mit einem ja, sehr, sehr einfach zu bedienen Tool. Normalerweise hat man sehr, sehr viel Zeitaufwand noch drumherum, wie anfangs gesagt, und hier macht Castmagic das entsprechend automatisch. Es gibt ein paar große Brands, die das sogar schon nutzen. Noah Kagan wird vielleicht manchen was sagen, aber es gibt halt wirklich sehr, sehr schöne Möglichkeiten mit diesem Tool. Das Ganze kostet, und da kommen wir auch noch zu dem Preis, normalerweise 39 Euro im Monat. Wenn ich aber alles haben möchte, bin ich mit 99 Euro im Monat. Das ist zu viel. Habe ich mir auch gedacht, deswegen bin ich entsprechend mit einem Partner zusammen, AppSumo, kennt vielleicht der ein oder anderen, zu einem Mega-Angebot gekommen. Nämlich 39 Euro einmalig, Lifetime-Deal. Ihr zahlt es nicht monatlich, sondern einmalig. Könnt dann bei der Bestellung einen Code eingeben, den ihr nach Kauf hier erhaltet. Link, wie gesagt, in der Videobeschreibung dazu. Und könnt dann halt hier mit ein, zwei oder drei Codes, das sind im Prinzip Gutscheincodes, die ihr einfach oder mehrfach halt im Checkout angebt und könnt dann entsprechend die Lizenz
kaufen. Und das ist genau das hier, was ihr machen könnt. Die 10 Episoden pro Monat wird für viele erstmal reichen. Und dann kann man halt sagen, bis 500 Minuten. Wenn du nur 5 Episoden pro Monat machst, was ich ein bisschen limitiert finde, wobei eine pro Woche manchmal ausreichen kann, dann reicht das natürlich auch. Aber ich würde empfehlen, halt direkt das zu nehmen, weil der Preisunterschied nicht mehr wirklich groß sind. Das sind 117 Euro bzw. Dollar pro, oder nicht pro Monat, sondern einmalig. Genau das ist der springende Punkt. Es ist eine Lifetime-Lizenz. Einmal kaufen, Link wie gesagt hier unter dem Video. Dann könnt ihr diese Software für euren Podcast unbegrenzt nutzen. Das ist Wahnsinn und das ist wirklich super. Und ja, übrigens kann man auch mehrere Podcasts natürlich dann da hochladen, weil die MP3-Datei, woher die kommt, ist dem Tool erstmal egal, weil die AI das sowieso versteht anhand der Inhalte, die gesprochen werden. Das soll es hier gewesen sein, ein bisschen off-topic. Link, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Nutzt es, wenn ihr Podcasts macht. Und vereinfacht damit einfach euer Leben, spart Zeit und guckt, dass ihr dadurch einfach nochmal euren Podcast verbessert, die Inhalte drumherum baut, Tweets habt, als auch die entsprechenden Zusammenfassungen nutzen könnt. Und das macht es halt wirklich sehr, sehr schön für euch, für entsprechende Optimierung eures Podcasts. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, kommentiert auch gerne, wie ihr das Video findet, was ihr bei den ersten Tests hier herausbekommen habt für euren Podcast. Es ist, glaube ich, in 27 Sprachen auch möglich. Und die AI, wie ihr mittlerweile wisst, lernt ja immer wieder dazu. Dementsprechend seid ihr hier wirklich sehr, sehr gut aufgestellt, wenn ihr dieses Investment von nur ein paar Euro für eine lebenslange Lizenz entsprechend eingeht. Link in der Videobeschreibung, Umsatz kommt von Umsätzen. Das war's von mir zum Thema Podcast. Wenn ich mehr solcher Videos aufnehmen soll, gerne dazu auch in die Kommentare schreiben, werde ich das gerne berücksichtigen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Cast Magic.